Willkommen im Urwald, hoch in den Bergen Costa Ricas. Los Quetzales. Jo, unsere ersten Tage in Costa Rica. Ich würde sagen, geiler Urlaub bis jetzt schon. Wir sind jetzt hier in Los Quetzales, den Nationalpark mit den hohen Bergen drin, sag ich mal. Wir sind gestern mit dem Auto über 3000 Meter raufgefahren und jetzt ungefähr auf knapp 2000 machen heute eine schöne Dschungelwanderung. Es ist eine unglaubliche Artenvielfalt von Vögeln hier zu finden, denn der Park ist ja auch benannt nach dem Vogel Quetzales und den werden wir uns auch anschauen. Da gibt es dann eine extra Führung. Naja, und jetzt hocken wir hier in einer wirklich absolut One-of-a-Kind-Lodge. Eine richtige Dschungel-Lodge hier mit Feldbetten so ungefähr. Und so eine Dusche mit Freiblick auf den Dschungel. Und es ist. Nachts haben die Glühwürmchen in den Bäumen so geschimmert und geleuchtet. Das war also schon total flashig, hier überhaupt anzukommen. Also richtig geil hier und auch ein bisschen verlassen. Nicht so viel, also kaum Leute hier eigentlich. Lass es uns angehen. Eine lange Fahrt auf dem Pan American Highway führte uns hinaus aus der Großstadt und hinauf in die Berge. Es gibt nur eine einzige Straße jenseits der Pazifikküste im Süden. Und diese führte uns über endlose Kurven hinauf, auf ganze 3000 Meter Höhe. Und sie ist zweispurig. Ganz oben, inmitten der Berge, unscheinbar ein Schild neben einem Feldweg, der Eingang zum Park. Jetzt durften wir abenteuerliche 1000 Höhenmeter mit unserem SUV auf erdigem Untergrund steil bergab fahren. Ohne den 4x4 hätten wir bereits verloren. Wir waren total einsam und mussten über den bereits eindrucksvollen Wald schon staunen. Erst spät kamen wir in der Tami Lodge an. Ein Zelt und eine Laterne erwartete uns hier. And then you can close this. Außerdem ein überwältigender Sternenhimmel. Die Tiere sangen die ganze Nacht, die auf 2000 Metern schon frisch war. Am Morgen überraschte uns das Paradies. Der Ausblick unserer Veranda konnte sich sehen lassen. Ein Bambusbad und eine Steindusche mit Ausblick in die Berge. Ein alter Traum. Es blühte hier. Überall schöne Pflanzen und die angeblich besten Kaffeebohnen des Landes. Natürlich kamen auch gleich die Tiere zu Besuch. Der Los Quetzales ist der größte, aber auch jüngste Nationalpark Costa Ricas. Wir betraten hier eine uns unbekannte Welt. Ein Mammutbaum nahm so viel Platz ein wie eine ganze Halle. Das gigantische Biome aus dichtem Nebelwald mit einer Größe von 5000 Hektar wurde erst 2005 gegründet, um die unglaubliche Artenvielfalt besser zu bewahren. Doch er ist kaum erschlossen. Der Park erstreckt sich über ein Zentralgebirge, dessen Gipfel über 3000 Meter ragen. Und es gibt nur eine große Straße, die den Park durchquert. Entlang des Flusses erstreckt sich der Wanderweg nach San Gerardo di Dotta auf über 2000 Metern Höhe, durch dichtesten Wald. Der Weg ist gut zu begehen und man hat die Natur ganz für sich allein. Keine Touristen, weit und breit. Dafür abenteuerliche Passagen. Ganz schön schweißtreibend. Allein waren wir hier nicht, wenn auch nur die einzigen Wanderer. Der Cataratas-Wasserfall war unser Ziel, doch das Wasser eisekalt und eine gefährliche Strömung.
Gegen Abend zieht der Wald sein Wolkengewand an und verwandelt sich zum Nebelwald. Die Atmosphäre geradezu magisch. Der Urwald ist unglaublich wild und naturbelassen und aufgrund seiner unterschiedlichen Höhenlagen gibt es hier viele seltene Bäume und Pflanzen. Außerdem ist der Park Heimat der meisten heimischen Vögel Costa Ricas und benannt nach dem Quetzalvogel, dem wohl schönsten Geschöpf des Waldes. Quetzalvögel gibt es auch in manchen anderen Ländern, aber nur hier findet man das Männchen mit dem ultralangen bunten Schweif. Als wir ihn nach einigem Warten mit dem Spektiv in einem Baum entdeckten, blieb mir kurz der Atem stehen. Was für ein fantastisches Tier. Bevor es weiterging, schauten wir uns den Park noch einmal von ganz oben an. Von der Straße aus waren es nur 20 Minuten Wanderweg zum Cerro de la Muerte, einem 3450 Meter hohen Gipfel. Ja, wir haben hier die Bumsblüte gefunden. So muss das sein. Die wird hier schön. Oh. Kai, du hast es kaputt gemacht. Oh. Oh. Kai! Oh. Oh.